Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück in der wunderbaren kleinen Welt der 10 mm Miniaturen. Ich habe heute was besonders Feines, was ich euch gerne zeigen möchte. Ich habe nämlich von Excellent Minis ein paar Modelle zum Review geschickt bekommen. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Entsprechend, das Video ist auch als Werbevideo deshalb gekennzeichnet und am Ende vom Video gibt es auch nochmal einen Gutscheincode für euch. Also bleibt dran. Und wir legen jetzt mal los. Ich habe hier zum Größenvergleich und natürlich um zu zeigen, dass ich wohlhabend bin, ein Euro-Stück hingelegt, damit man auch so ein bisschen das Gefühl bekommt, wie groß sind die Miniaturen eigentlich. In dem Fall, falls ihr noch nie 10 mm Miniaturen in den Händen hattet, aber ich denke, die meisten von euch hatten das ohnehin schon. So. Wir starten und schauen uns mal an, was ich so zugeschickt bekommen habe. Legen wir mal los mit den Untoten bzw. Vampiren und ihr seht hier mal im Detail, ich meine, die Sachen sind jetzt viel, viel größer an dem Bildschirm, an dem ihr das Ganze anschaut, als sie natürlich hier in Natur sind und auf dem Bildschirm kann man das besser erkennen als mit dem bloßen Auge, aber die sind unglaublich detailliert. Ja, die Minis sind natürlich 3D gedruckt. Man sieht es auch noch an den Stützgraten hier. Absolut fantastisch. Also was 3D-Modellierung und letztendlich jetzt auch der 3D-Druck für 10 mm getan wird, ist natürlich unglaublich. Die ganzen alten Warmaster-Sachen waren natürlich noch modelliert und gegossen. Was jetzt möglich ist mit 3D-Druck, ist einfach unglaublich. Die Details sind fassungslos. Also ich bin wirklich absolut fassungslos, als ich die Sachen bekommen habe. Es sind jetzt die ersten wirklich 3D gedruckten Modelle in 10 mm, an die ich jetzt rangekommen bin. Ihr seht das, wie wahnsinnig viele schöne und filigrane Details das Ganze hat. Jetzt natürlich hier am Bildschirm noch mal vergrößert. Absolut fantastisch. Ich muss auch sagen, dass der Druck wirklich, wirklich gut ist. Also da gibt es überhaupt nichts zu bemängeln. Ich hätte jetzt erwartet, mit meinen absolut laienhaften Kenntnissen über 3D-Druck, dass ja, dass sowas, so viel Detailgrad eventuell, dass da was verloren geht mit dem Druck. Aber das ist absolut fein hier. Da ist keine komische Struktur oder sonst was. Jedes Detail kommt raus. Der Vampir hier auf dem Fliegmonster, ein Drache ist es, glaube ich, nicht. Das ist so ein Wargulf oder sowas. Absolut großartig. Die Details sind wirklich der Hammer. Also so. Das Modell an sich könnte ich mir so auch in 28 mm vorstellen. Wirklich großartig. Die Frage ist natürlich dann immer, was bleibt davon übrig, wenn man das Ganze jetzt bemalt? Das ist eine spannende Frage, denn ich kann mir vorstellen, dass einige der Details verloren gehen könnten, wenn man nicht wirklich sehr, sehr penibel darauf achtet, die Farben stark zu verdünnen, weil natürlich die Details viel, viel kleiner sind und natürlich jede Farbschicht da nochmal einen höheren Effekt hat, was das Verdecken oder ja, das Verlorengehen von Details angeht. Da werde ich aber dann sicher nochmal die Modelle zeigen, wenn ich sie bemalt habe. Und da sieht man dann sehr genau, ob ich das gut hinbekommen habe, beziehungsweise was dann an Details noch übrig geblieben ist. So, so viel erstmal zu den Untoten bzw. Vampiren. Hier habe ich noch einen ganzen Schwung von den anderen Ranges bekommen. Zu den Ranges noch ein Wort. Ich hatte auch Anfang letzten Jahres, als ich so etwas größer eingekauft habe und mit dem 10 mm Projekt gestartet habe. Es gibt ja auch ein paar andere Videos dazu. Die findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Bin ich durchaus schon auf Extended Minis gestoßen, aber zu dem Zeitpunkt war die Range sehr beschränkt. Ich glaube, da gab es nur so ein paar Sachen für Waldelfen, die auch wahnsinnig gut aussahen, aber es war eben nicht die
Fraktion, die ich jetzt favorisiert hatte und die ich geplant habe aufzubauen. Und innerhalb der letzten Monate ist da unglaublich viel Zeug rausgekommen. Und Excellent Minis bietet da jetzt wahnsinnig viel mehr an im Vergleich zu dem Zeitpunkt, als ich da das erste Mal reingeschaut habe. Also mittlerweile sind Hochelfen dazugekommen, Waldelfen sind nochmal einige Sachen neu dazugekommen, Dunkelelfen, dann Zwerge, jetzt Khemri, die Vampire, Bretonen bzw. Menschen generell, also sind auch ein paar Sachen für Imperium dabei. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Auf jeden Fall, hier haben wir ein paar Sachen da. Hier haben wir den einen Kommandanten oder Held für die Waldelfen. Ist auch ein unfassbar gutes Modell. Also, wie gesagt, das ist ein 10 mm großes Modell. Schaut euch das mal bitte an. Der Detailgrad, was da alles dran ist, das ist unfassbar gut. Fantastisch. Der absolute Hammer. So, hier haben wir einen Hochelf auf Pferd. Auch den finde ich sehr, sehr toll. Tolle Details, schöne Pose. Hier haben wir einen imperialen Ritter. Den werde ich dann gleich auch nochmal zum Größenvergleich heranziehen. Das ist eine Zauberin. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es die Hochelfenzauberin oder die bretonische Zauberin ist. Man könnte sie aber ohnehin für beides verwenden. Ja, also ob da jetzt spitze Ohren dran sind oder nicht, das spielt für 10 mm, glaube ich, keine Rolle. Das ist sehr eindeutig die bretonische Zauberin hier an dem schönen mittelalterlichen Kopfgedeck zu erkennen. Auch absolutes tolles Modell. Ich finde auch die Pferde sehr gelungen. Das ist natürlich bei den 10 mm Modellen, die modelliert sind, jetzt gerade Pendragon und so, ja, da sehen die Pferde auch nie so richtig super überzeugend aus. Die sind okay, aber ja. Hier haben wir nochmal einen Waldelfen. Ich weiß gar nicht, ob das dann ein Held ist. Es müsste ein Held sein. Da gibt es natürlich dann auch mal sehr, sehr schöne Bogenschützen, die auch recht dynamisch aussehen. So, das hier dürfte noch eine Dunkelelfe sein. Hier haben wir dann nochmal ein Monster. Ich denke, hauptsächlich gedacht für die Waldelfen. Es dürfte auch bei der Waldelfen-Range dabei sein. Das ist ein Eulenbär. Den Eulenbär, den braucht man natürlich auch in jeder guten Fantasy-Armee. Auch ein hübsches Modell, definitiv. So, kommen wir zu den Sachen, die natürlich besonders interessant für mich sind. Netterweise habe ich hier ein Regiment Verfluchte geschickt bekommen und die werde ich natürlich super einsetzen können für meine Untoten-Armee. Sei es als Skelette oder dann, falls ich mal die Vampirliste tatsächlich spiele, innerhalb der Vampirarmee als Verfluchte. Und was mir hier aufgefallen ist, was ich sehr positiv finde, also erstmal die Modelle selbst sehen absolut klasse aus, keine Frage. Aber mir ist aufgefallen, die Streifen sind alle sechs unterschiedlich. Das heißt, die Modelle, also die Köpfe und so weiter, das wiederholt sich zwar, aber die Zusammenstellung Schild, Kopf, und so weiter auf den Streifen ist jedes Mal eine andere. Und das ist natürlich sehr, sehr cool. Und ich glaube, ich habe es mir jetzt nicht genau angeschaut und ich werde aber noch einen genaueren Blick drauf werfen, dass es bei den ganzen anderen Regimentern wahrscheinlich genauso ist. Und das finde ich sehr, sehr großartig, denn bei GW beispielsweise, bei den GW-Streifen, wiederholen sich immer mindestens zwei der Streifen, meistens sogar, glaube ich, drei. Da hat man auf jeden Fall Doppelungen drin. Ist jetzt natürlich nicht schlimm bei 10 mm, aber ich finde es nochmal, wenn man dann wirklich mal einen genaueren Blick drauf wirft und die Modelle sich dann von Streifen zu Streifen innerhalb von einem Regiment unterscheiden, ist natürlich nochmal ein Pluspunkt. Ja, wir schauen uns das Ganze jetzt direkt mal im Größenvergleich an. Also ich habe hier einmal die rechts oben die Skelette von Excellent Minis, unten drunter die Verfluchten. Hier habe ich jetzt die Verfluchten von Chromaty Forge,
Von die habe ich ja auch in einem anderen Video schon mal gezeigt. Und hier oben haben wir links oben die Skelette von GW, die Originale. So, und man sieht eigentlich ziemlich gut, vom Maßstab her passt das super zusammen. Also ich habe jetzt überhaupt keine Hemmungen damit, die Sachen innerhalb der gleichen Armee zu mischen aus den drei verschiedenen Herstellern, weil die Größe einfach passt. Klar, der Stil ist so minimal anders, aber ich finde, das sieht auf jeden Fall gut nebeneinander aus und ja, gut, man hat sowieso natürlich viel, viel kleinere Minis jetzt hier. Wie gesagt, ihr seht das alles sehr, sehr groß. Wenn man das mit bloßem Auge sieht, dann passt das wirklich sehr gut zusammen. Auf dem Spieltisch ist es dann nochmal was ganz anderes. Da hat man natürlich eine andere Perspektive. Man sieht aus einer größeren Distanz. Und ich finde, da ist es wichtig, dass die Sachen zusammenpassen. Und auch das habe ich ja schon mal in einem anderen Video gesagt, dass mir die Minis also die Fantasy-Miniaturen von Pendraken bzw. Kalistra an der Stelle natürlich überhaupt nicht gefallen, weil die eigentlich 12 mm sind und damit viel zu groß. Und da sieht man dann auch, okay, die wirklich größer, die sind ein bis zwei Köpfe größer, der Kopf selbst ist größer. Das ist ja ein zentraler Punkt, auf den ich dann schaue, wenn ich von oben auf die Minis schaue. Und da fällt es natürlich auf. Hier fällt es nicht auf. Deshalb glaube ich, dass man die sehr gut miteinander vermischen kann. Hier dann auch nochmal der Größenvergleich der Kavallerie. Wir haben wieder rechts unten die Sachen von Excellent Minis. Das sind die Fluchritter bzw. ja, Skelettreiter. Hier habe ich die Skelettreiter von GW. Das sind zwei Pistoliere aus der historischen Range von Pendraken. Die nehme ich ja für meine Imperialen. Und hier haben wir dann Reiter von Chromatree Forge, Skelettreiter. Und auch hier muss ich sagen, die fügen sich ganz gut ein. Man muss natürlich sehen, gerade diese Skelettpferde, die haben einen unterschiedlichen Stil. Die Köpfe von GW sind sehr langgezogen, sehr groß, sehen, finde ich, auch nicht wie Skelettpferdeköpfe aus. Auch mit diesen langen Mähnen, das ist irgendwie ein bisschen besonders. Bei Chromatree Forge erkennt man von den Köpfen nicht so wirklich viel. Da muss ich dann eher die Reiter mit dem Rest vergleichen. Und hier die Pferdeköpfe von Excellent Minis, die sind schon sehr, sehr schön. Also tatsächlich gefallen mir die Pferde hier deutlich besser nochmal. Und ja, man sieht auch, die Köpfe sind einfach generell viel detaillierter. Die Frage ist, okay, wie sieht das aus, nachdem es bemalt wurde? Da ist mir nämlich gerade bei den Skeletten bisher, zumindest von den anderen beiden Herstellern, schon aufgefallen, okay, da geht schon ein bisschen Detailgrad verloren. Hier ist aber von Anfang an mehr Detailgrad da. Deshalb bin ich da erstmal guter Dinge und sehr gespannt, wie es aussieht, wenn es bemalt wurde. So, hier habe ich noch vier andere Beispiele zugeschickt bekommen. Da haben wir einmal die Zombies. Die sind vom Stil her an den alten GW-Zombies orientiert. Ich denke, das erkennt man an den Waffen und an den Köpfen. Dann haben wir hier Ghule. Gefallen mir auch recht gut. Das hier sind Gespenster oder Geister, die man in der Vampirarmee einsetzen kann. Und hier haben wir dann Zwergenslayer. Zwerge habe ich jetzt selber leider nicht hier von Games Workshop oder Alternativherstellern. Deshalb kann ich die nicht vergleichen. Ich finde sie aber, ja, das Design ist natürlich wieder toll. Der Detailgrad ist toll. Die gefallen mir auch erstmal sehr, sehr gut. Sehen toll aus. Auch hier das Banner aus Drachenhaut. Das passt natürlich wunderbar für Slayer. Hier haben wir dann nochmal den Größenvergleich. In der Mitte haben wir ein GW-Modell, ein GW-Ritter. Der ist, glaube ich, aber aus dem Kommandanten-Pack, Kommandanten-Helden-Pack. Hier haben wir nochmal den Reiter von Pendraken und dann hier von Excellent Minis der gedruckte Ritter. Ich muss sagen, also die Proportionen, die Größe und so weiter, die passen sehr gut zu GW. Bei GW finde ich ein großer Kritikpunkt, die Lanzen sind natürlich ultra fett.
Das hat mir nie so richtig gefallen, deshalb habe ich auch selbst keine GW-Ritter mir besorgt, weil diese abstrus fette Lanze, das sieht einfach sehr, sehr merkwürdig aus. Da gefällt mir das hier deutlich besser. Also die Sachen, die Waffen und so weiter, das ist alles schön filigran. So, die Pferde generell, also die Größe der Pferde, GW und Accent passt da ganz gut zusammen. Bei Pendragon sind die Pferde deutlich kleiner, muss man sagen, wobei dieses Pferd hier natürlich auch keinen Pferdeharnisch hat und dadurch natürlich ohnehin kleiner wirkt. Aber trotzdem, ich glaube, für einen Spieltisch ist es durchaus kompatibel und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es sehr, sehr unterschiedlich große Pferde gibt in der Natur. So, das war hier mein kleines Review zu Excellent Minis. Ich habe hierfür, auch wenn da ein Werbehinweis eingeblendet ist, kein Geld genommen, um hier die Sachen schöner zu reden, als sie sind oder so. Das ist wirklich meine ehrliche Meinung. Ich war, als ich die Packung aufgemacht habe und die Sachen wirklich mal in Natura gesehen habe, auf den Fotos fand ich es schon umwerfend. Aber es ist dann doch nochmal was anderes, wenn man die Sachen in der Hand hält und dann auch wirklich die Qualität vom Druck und so weiter beurteilen kann und die Details vor eigenen Augen sieht. Ich war wirklich hin und weg. Also das ist echt der Hammer. Ich werde in meinen Armeen auf jeden Fall noch einiges von Excellent Minis mir besorgen. Und ich glaube, ich werde nicht widerstehen können, mir mindestens noch eine Armee anzuschaffen über die zwei Sachen, die ich ja jetzt momentan in Bearbeitung habe, Imperium und Untote. Ja, was es genau wird, das werdet ihr dann bestimmt in irgendeinem der nächsten Videos nochmal sehen. Wenn ihr jetzt ebenfalls Lust bekommen habt auf die Sachen von Excellent Minis, dann habe ich hier eine gute Nachricht für euch. Ich habe es bereits angekündigt am Anfang des Videos. Es gibt eine Gutscheinaktion mit Excellent Minis zusammen. 10% bekommt ihr auf eine Bestellung. Gilt für das gesamte Sortiment. Es gibt auch 28 mm Miniaturen, also könnt ihr euch gerne mal umschauen. Das Ganze ist gültig von heute ab 4 Wochen bis zum 2.2. Der Gutscheincode, den findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung, ist Wraith in Großbuchstaben. Haut rein, wenn ihr Lust habt auf die Minis. Und das war's von diesem Video. Ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal bei Excellent Minis. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Macht's gut und bis zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Ja, Mensch, das war doch ein tolles Video. Also mir hat's gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, dann unterstützt doch den Kanal gern mit einem Abo, mit einem Like, mit einem Kommentar oder schaut mal in meinen Spreadshirt-Shop vorbei, was es da alles Schönes gibt. Macht's gut und bis zum nächsten Video.